Einen wunderschönen guten Tag hier aus München. Und mein Gast heute und auch die Frage heute ist, was macht eigentlich Hans Söllner? Und heute soll es gar nicht so um den großen Künstler Hans Söllner gehen, sondern um den Menschen und vielleicht auch den Provokateur. Du provozierst jetzt seit Jahrzehnten, Hans? Ja, seit Jahrzehnten. Ich bin schon etwas älter, aber was ist Provokation? Gell? Das ist irgendwie immer die Frage, und was ist Kunst und wo fängt der Mensch an und wo hört der Künstler auf? Also ich glaube, dass man da bei mir jetzt nicht wirklich eine ganz klare Grenze ziehen kann. Ja, du lebst ja in Bayern hier und liebst Bayern. Ja. Und seit Jahrzehnten, von Flick angefangen bis Alpe Adria. Ja, Franz Josef. Genau. Diejenigen, die Unwahrheit sagen, die quasi fast schon Schwerverbrecher sind, die sind die sauberen Männer, und Leute, die Wahrheit sagen, sind die Provokateure. Wie viel Strafe hast du denn insgesamt so gezahlt in deinem Leben für die Wahrheit? Also ja, ich muss immer wieder dazu sagen, dass es halt meine Wahrheit ist. Das ist natürlich auch eine Flickseil-Wahrheit oder eine Franz Josef Strauß-Wahrheit. Das ist immer irgendwie ein bisschen so. Das mit der Wahrheit ist immer so eine Sache, weil die Raster sagen, es gibt einfach drei Arten von Wahrheit. Es gibt deine Wahrheit, die meine Wahrheit, und dann gibt es in der Mitte noch die Wahrheit selbst. Und die Wahrheit selbst ist halt einfach die Wahrheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich habe kein Problem, wenn Leute bescheißen. Ich habe immer ein Problem damit, wenn sie sich bereichern und dann mit dem, was sie da kreieren an Bereicherung, weiterhin die Leute bescheißen. Das ist eigentlich eher so mein Problem, weil ich glaube, dass es einfach manche Leute gibt, die sich bescheißen lassen müssen, weil sie sonst einfach nicht weiterkommen. Es ist leider Gottes in unserer Gesellschaft so, dass du heute, wenn du die Wahrheit sagst und es nicht ihrer Wahrheit entspricht, du natürlich über irgendwelche, weiß ich nicht, dubiosen Geschäftemacher, die sich Richter oder Staatsanwälte nennen, diese Wahrheit einfach aufgedrückt kriegst. Du wirst einfach gezwungen, ihre Wahrheit zu glauben, indem du mitspielen musst, weil du sonst Strafe zahlst. Und ich meine, das kann sich halt wirklich nicht jeder leisten. Wenn es halt 1-Euro-Jobs gibt oder Leute für 5,70 € eine Stunde arbeiten müssen und dann müssen sie davon noch irgendwelche, weiß ich nicht, Steuern zahlen, dann kann sich die Wahrheit, die du empfindest, wirklich schon fast keiner mehr leisten. Es ist einfach schlimm geworden eigentlich bei uns, dass halt Leute, die Geld haben, im Grunde genommen Lügen verbreiten dürfen, und Leute, die kein Geld haben, einfach das Maul halten müssen, auch wenn sie die Wahrheit sagen. Ja, es heißt ja, der Hans Söllner, der hat Eier. Der spricht das aus, was ihm passt und was er sieht. Meinst du, es fehlt Mut in der Bevölkerung, dass sie aufstehen und ihre Meinung äußern, oder liegt es wirklich an der Tatsache, dass sie vor Repressalien Angst haben? Ich glaube, dass es nicht der Mut ist. Ich glaube einfach, dass es... Doch, es hat natürlich was mit Mut zu tun, wenn ich... Auf der anderen Seite sage ich mir, wenn ich nichts habe, dann kann ich eigentlich nichts verlieren. Dann, wenn ich nichts habe, was können sie mir dann großartig da? Sie werden mich nicht einsperren, bloß weil ich die Wahrheit sage. Oder, aber es ist natürlich schon so, dass ich glaube, dass ganz viele Leute einfach, und das ist eigentlich so ein Ding, das merkst du in allen Schichten und auf der ganzen Welt, je weniger die Leute haben und je weniger sie eigentlich zum Verlieren haben, umso mehr haben sie Angst davor, dieses Wenige noch zu verlieren. Und das ist eigentlich der Grund, warum die Leute so zurückhaltend sein oder warum sie Angst haben. Aber warum ist denn unsere Gesellschaft angstgesteuert? Weil wir einfach wahnsinnig viele Sachen glauben zu brauchen, die mit Geld und mit Verdienst oder mit Arbeit zu tun haben. Eine Kamera, Handy, irgendwas, das ist alles mit Geld, und wenn dich heute halt einer verklagt, weil du irgendwas sagst über jemanden, dann hat es sofort damit zu tun, dass du Einbußen machst in deiner Lebensweise oder in deiner Lebensphilosophie. Du musst vielleicht eine andere Wohnung nehmen, du kannst deine Kinder nicht mehr in die richtige Schule schicken, weil dein Mann nicht mehr arbeiten geht, weil er halt einfach das Maul aufmacht und weil er sich halt wehrt. Und ich glaube, dass das einfach die größte Angst ist, dass du irgendetwas verlierst. Was mich immer wieder wundert, weil was haben die Afrikaner, die wirklich am Hungertod sterben und zuschauen, wie 6 oder 7 von ihren Kindern sterben, was haben die zu verlieren? Die darf halt einfach mal losmarschieren Richtung Europa, die es auf dem Buckel haben, dass dieses Land so ausgebeutet wird, oder Richtung Amerika. Diese ganze Handykacke, die da praktisch bei uns unterwegs ist, die hat damit zu tun, dass Länder in Afrika wie Ruanda ausgebeutet werden. Verstehst du, dass 6-jährige Kinder in irgendwelche Schächte runterklappeln müssen, weil sie diese Schächte nicht größer machen wollen oder können, damit die Erwachsenen dort runtergehen, damit sie diesen Squats oder ich weiß nicht, wie man das nennt, abbauen können für die Kennung von so einem Handy. Und das ist halt für mich einfach so ein Ding. Dann frage ich mich, was habe ich nur zu verlieren? Ich meine, ich schaue zu, wie meine Kinder sterben, ich schaue zu, wie meine Frau abgeschlachtet wird von irgendeinem anderen Stamm oder was. Was habe ich dann noch großartig zu verlieren? Und dann habe ich nur zu verlieren, dass ich irgendwo wohne. Ich habe einfach nichts zu verlieren. Ich glaube, dass ich einfach
ich glaube, ich habe einfach nichts zu verlieren. Ich meine, wenn mir meine Frau liebt, dann habe ich diese Liebe, die werde ich verlieren. Und wenn meine Kinder mich lieben, dann das sind die wichtigen Sachen für mich. Und das ist halt für andere anders. Andere sagen, nein, ich mag nicht aus der Wohnung raus. Und der nächste sagt, nein, ich mag jetzt nicht auf mein zweites Auto verzichten. Und der dritte sagt, nein, ich habe jetzt gerade ein iPhone gekriegt und das mag ich nicht wieder hergeben, weil das ist halt immer so, was ist für dich wichtig, für dein Leben, für deine Freiheit. Und das ist halt für mich jetzt nicht wirklich wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich sagen kann, was ich mir denke und dass ich es manchmal auch so sage, dass es manchmal beleidigend ist. Das ist halt ein Teil meiner Sprache, ein Teil meiner Herkunft, ein Teil meines Aufgewachsenseins, ein Teil des Landes, in dem ich lebe. Wir sind gern ordinär und wir sind oft ordinär und wir sind ordinär. Das ist halt so. Es geht ja auch ein bisschen um Gerechtigkeitsempfinden. Kannst du mir sagen, wann du so das größte Ungerechtigkeitsempfinden hattest in deinem Leben? Boah, da muss ich wirklich weit zurückgehen, weil die größte Ungerechtigkeit, die bei mir im Leben passiert ist, war während meiner Schulzeit einfach. Wenn du etwas nicht kapierst oder wenn du etwas nicht kannst oder wenn du etwas auch nicht kennen willst oder nicht kapieren willst, dass du praktisch vor einer ganzen Klasse gedemütigt wirst, dass du halt ein Depp bist. Das sind Ungerechtigkeiten, die sich halt einfach bei dir manifestieren. Das ist halt einfach bei mir immer drin. Darum lasse ich mich auch nicht von irgendwem maßregeln, egal ob das ein Richter ist oder der Staatsanwalt ist. Wenn ich was zum Sagen habe, dann warte ich nicht, bis ich was zum Sagen habe oder bis der Staatsanwalt sein Maul hält und dann darf sie aufmachen, dann sage ich ihm das sofort, auch wenn ich dann ermahnt werde oder wenn ich dann halt was weiß ich was über Gerichtsstrafe eine Ermahnung bekomme von irgendeinem Richter, sie sind jetzt nicht dran, dann sage ich ja. Aber ich bin jetzt da und es geht ja hier um mich und nicht um sie. Also ja, aber sie sind trotzdem nicht dran. Dann sage ich, ja, das ist mir scheißegal, ich bin jetzt hier. Verstehst du, ich komme nicht morgen dran, weil sie mich morgen drankommen lassen. Das ist einfach, das sind so Ungerechtigkeiten, die kann ich halt nicht, die kannst du nicht wegstecken. Das ist einfach so, wie wenn du stotterst und dann weiß das der Lehrer und dann lässt er genau die immer vorlesen und du liest dann vor und die ganze Klasse lacht über dich und das ist halt irgendwie einfach nicht, das ist halt kontraproduktiv, das ist halt nicht, da entwickelst du nicht Freiheit, sondern nur Widerstand und nur Aggression und nur, und das war bei mir auch so. Ich hab, solange ich mein, es musste, habe ich mein Maul gehalten, das war, ist ja wichtig irgendwie, ich lasse mich nicht als 14-Jähriger, ich bin eh schon oft verprügelt worden in der Schule von Lehrern, aber ich lasse mich nicht als 14-Jähriger totschlagen, aber wie dann die Zeit gekommen ist und ich mein Maul aufmachen konnte, habe ich es einfach aufgemacht und das hat mich halt dann einfach 300.000 oder 400.000 Euro gekostet, dieses Maul aufmachen. Und das habe ich mir damals auch leisten können. Und das geht eine Zeit lang gut und dann musst du halt überlegen, wenn du 3 Kinder hast oder 5 Kinder hast oder eine gescheiterte Ehe hinter dir und du musst ein Haus bauen oder was, ob das wirklich auch wert ist, dass du den Apparat unterstützt mit deinem Geld, das du dir verdienst, mit deiner Kreativität und mit deiner Kunst und sie dir das dann nehmen übers Jahr, dass dir nichts bleibt am Jahresende, ob du nicht dir einen anderen Sprachgebrauch einfach angewöhnst. Dann habe ich mir einfach angewöhnt. Ich sage es dir jetzt ein bisschen anders. Ich sage es dir nur genauso, dass Arschlöcher sind und dass wir am Arschlecken können, aber ich sage es dir ein bisschen anders einfach, so dass wir halt nichts mehr da können. Ich sage keine Namen mehr dazu. Dann sage ich halt alle, Kinder mir am Arsch lecken. Dann sagen die wieder, ja, du kannst nicht alle wo an Kamm stellen. Dann sage ich, ja, wenn ich sage, der kann mir am Arsch lecken, dann zahle ich wieder 150.000 Euro Strafe. Also sage ich lieber, alle Kinder mir am Arsch lecken, weil alle Kinder mir nicht anzahlen. Aber einer kann mir halt anzahlen und das ist halt der Plan. Ja. Eine Drecksau ist eine Drecksau, das ist einer meiner Lieblingslieder. Gab es da richtig Ärger auch danach, weil du so ein T-Shirt gemacht hast? Ne? Ja, da hat es richtig Ärger gegeben, aber da ist natürlich nichts rausgekommen. Das war irgendwie, ich habe gar nicht gewusst, dass es ein Gesetz gibt, dass du in deinem eigenen Land einen ausländischen Staatsmann nicht beleidigen darfst. Und das ist ja Hitler Busch Blair. Das war ja so eine Beleidigung eines ausländischen Staatsmanns oder irend so. Und da haben sie bei mir eine Hausdurchsuchung gemacht und das war nett. Ich war gerade im Urlaub, ich habe es gar nicht gewusst. Ich bin heimgekommen, dann waren meine ganzen T-Shirts weg. Waren die Beamten unter Vernebelungsgefahr? Nein, aber das Witzige war, dass ich in meinem Haus am Fensterbrett nur 2 Joints hin gehabt habe, die habe ich irgendwie vergessen. Also die bauen wir die immer ganz gern vor, weil dann, wenn es präsiert, brauche ich mir keinen bauen. Und dann finden die diese 2 Joints und dann im Zuge der Hausdurchsuchung, im Zuge der Durchsuchung des Anwesens Hans Söllner, bei der, weiß ich nicht, 70 T-Shirts beschlagen haben wurden, fanden wir noch am Fensterbrett 2 fertig gebaute Haschzigaretten oder irgendein Scheiß. Irgendwie so. Und das war ganz nett, weil die habe ich natürlich nicht mehr bekommen, aber es ist auch keine Anzeige erstattet worden, weil ich dann gefragt habe, ja, wo suchen Sie denn nach T-Shirts? Auf mein Fensterbrett oder in meiner Tischschublade oder was? Ich meine, verstehst du, wo sucht eine normale Truppe von Polizisten nach T-Shirts? Weiß ich nicht, verstehst du? In meiner Hosentasche oder im Aschenbecher? Apropos, also bei mir können Zuschauer Fragen stellen an die Interviewpartner. Alexander Hensel hat gefragt, warum Deutschland sich schwer tut mit der Legalisierung von Marihuana, während andere Länder so fortschrittlich da voranschreiten. Ja, also andere Länder kenne ich jetzt plus 2. Da ist es Holland und jetzt zurzeit Tschechien, glaube ich, oder die Tschechen. Und ich sage jetzt mal einfach, das Banalste ist,
weil sie nicht wollen, dass die Leute nachdenken. Das ist der banalste Grund dafür, weil sie wissen einfach, dass wenn du Marihuana richtig benutzt und wenn du es richtig rauchst, einfach eine Droge ist, die deine Gedankengänge in Gang bringt und dich einfach mal hinsetzen lässt, zur Ruhe kommen lässt und dich nachdenken lässt. Das ist ihre größte Angst. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich schon nicht dafür bin, dass 14-Jährige oder 13-Jährige Marihuana rauchen. Ich bin ja nicht dafür, dass ein 14-Jähriger ein Maß Bier trinkt oder ein Gassen Maß oder dass ein 15-Jähriger, weiß ich nicht, Zigaretten raucht. Das bin ich jetzt nicht dafür. Hast du das gemacht als Kind? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe erst mit 43, glaube ich, das erste Mal überhaupt Alkohol getrunken und ich habe natürlich mit 15 Jahren das Rauchen angefangen, weil mein Vater hat geraucht. Aber Zigaretten jetzt. Und ich bin erst mit 26 auf Marihuana gekommen. Und ich glaube, dass das mich auch gerettet hat. Dass ich nicht in einem Alter, wo ich noch nicht ausgebildet war, geistig, körperlich, alles noch irgendwo im Wachstum ist, nicht schon mit Drogen zu tun gehabt habe, mit Alkohol und mit Marihuana oder mit anderen Drogen. Und mit 14 Jahren tust du das nicht. Da ist der Gruppenzwang stark. Da ist, mit wem bist du zusammen? Wenn du nicht mit Rauchern zusammen bist, wirst du nicht rauchen. Wenn du mit Trinkern zusammen bist, wirst du trinken. Und wenn du mit Schlägern zusammen bist, wirst du schlägern. Ich glaube, das ist so eine Gruppenzwangssache einfach. Wobei ich glaube, dass ein Verbot einfach nichts hilft. Ich glaube, dass eine Prävention einfach nur wirkt, wenn etwas erlaubt ist. Ich glaube, dass eine Vorbeugung etwas kann. Vorbeugend kannst du nur irgendjemandem sagen, hey, ich würde es nicht nehmen oder ich erkläre ihm, warum es nicht nehmen soll, aber ich muss trotzdem die Möglichkeit haben, es zu nehmen. Also ein Verbot ist immer kontraproduktiv. Ein Verbot ist immer etwas, was dann einfach auch den Auslöser in dir, na, du hast erst recht oder na, wieso soll ich das nicht, das ist doch nicht so schlimm. Aber ich kenne halt jetzt auch über meine Konzerte und über das, dass ich eben früh unterwegs bin, viele junge Leute, die einfach wirklich dann mit 15, 16 Jahren so ausgebrannt sind und dieses Zeug aus Holland ist hochgradig gefährlich, das kann ich einfach nur sagen, dieses raufgezüchtete, stark THC-haltige Gras, das unsere Gehirne eigentlich gar nicht, das rauche ich gar nicht. Ich baue selber an, seit Jahrzehnten eigentlich, ich rauche nur mein eigenes Gras und das ist eine ganz normale, leichte Sorte mit 6 oder 8% und nicht mit 16% oder mit, ich weiß nicht, was es jetzt mittlerweile gibt, das ist, dann werden sie es nur mit Bleipulver irgendwie erschweren oder verstehst du, oder im Zucker sättigen, damit es halt schwerer wird, damit das ist hochgradig gefährlich und Prävention ist ja auch, dass du in einem Land dafür sorgst, dass die Jugend, wenn sie so etwas nimmt, auch was Gescheites kriegt und nicht über Ausland etwas reingebracht wird, was du dann am Schwarzmarkt kaufst für teures Geld, was dich wirklich kaputt Schaden. Macht, definitiv wirklich geistig und körperlich kaputt macht und das ist eigentlich eine ganz große Unachtsamkeit und auch eine ganz große Aufsichtspflichtverletzung unseres Staates, diesen Jugendlichen, die wirklich 8 Stunden Schule haben und 4 Stunden Nachhilfe, sich am Wochenende Auszeit nehmen wollen oder was, über einen Joint, die man ganz normal irgendwo in einem Park sitzen, zu 5 oder zu 10, ist eine ganz grobe Vernachlässigung und eine ganz grobe Menschenrechtsverletzung im Grunde genommen, ihnen diese Auszeit nicht zu gönnen und sie dann aber sich ins Koma saufen zu lassen. Das ist eigentlich ganz eine grobe Menschenrechtsverletzung für mich, dass es diese Pflanze nicht legal auf der ganzen Welt gibt, ohne Patentansprüche oder irgendwas, sondern dass jeder sich 3 Pflanzen anbauen darf und das dann einfach raucht oder so. Das ist eigentlich, das wird unserer Jugend das Genick brechen, weil wir im Moment einfach, sehe ich so, ist die Jugend gedrillt auf Party und auf Saufen und auf große Events und Rock am Ring und Kimse Reggae und irgendwas, verstehst du, 30, 40, 50, 100.000 Leute, wenn du da durchgehst durch die Zeltplätze, es geht nur ums Saufen, es geht nur ums, und sie dürfen mit Sackkarren ihre Drogen reinfahren, sprich ihr Weißbier und ihre Bierfässer und dann hat einer 2 Gramm dabei für 3 Tage. Konzert, da würde ich mich schämen, wenn sie mich mit 2 Gramm erwischen, verstehst? Und dann wird der mitgenommen, dann nehmen sie einen Handschell mit einem Fingerabdrücke, dann ist eine örtliche Staatsanwaltschaft da, eine mobile, die den gleich verhaften. Das ist einfach eine ganz grobe Jugendverletzung, Jugendrechtsverletzung, weil die Jugend muss sich entwickeln und die Jugend braucht die Zeit dazu, sich zu entwickeln. Und wenn sie nur in die Defensive gedrückt wird über Lernen und über eben Alkohol, dann kann ich ihnen nur sagen, so wird es nicht funktionieren. Ich bin jetzt kein Psychologe und ich bin auch kein Oberschlauberger oder Philosoph, aber ich weiß, dass es so nicht funktionieren wird. Ich sehe es, dass es so nicht funktioniert. Sehe ich genauso und ich wünsch mir, dass du einfach so bleibst, wie du bist und weitermachst. Lieben Dank für das Gespräch, lieber Hans. Okay. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Bestimmt. Und ich bin ja nur jung. Dankeschön. Okay. Ich grüße all meine Abonnenten und die Frage beim nächsten Mal ist, wie weit sind wir mit den Erneuerbaren? Und mein Gast ist von JUWI, Matthias Willenbacher. Bis zum nächsten Mal.